Der ist ja aber motiviert aus, der Panda. So, warte. Da kommt unser Panda. Sag mal, das ist doch aber nicht wahr! Das ist Rassismus! Ich liebe dich. Ich hab mich in den Panda verliebt. Ich möchte jetzt die heiße Liebe mit dem Panda. Ich meine, oder? Mal gucken, wie das läuft. Mal gucken, wie das weiterläuft jetzt. So. Okay, könnten mehr Kunden sein. Ah, okay, das war knapp. Sehr gut, 70 Dollar, nice. Muss den Rechner mal hochfahren. Oh, Alter. Warte, warte. Der bleibt jetzt 3 Tage hier, der Panda, oder was? Wir haben aber schon mehr Kunden jetzt, ne? Ist das Suki, die von am Laden tanzt? So, warte. Wenn sie mit... Alter, wir haben schon wieder 510 Dollar. Ich meine, oder? Der Besoffene hat noch Quests für später. So. Ich mache nur sauber, weil ich ein reinlicher Typ bin. Im Spiel, meine ich. So. Ja, wir sparen auf jeden Fall jetzt einen teureren Automaten. Und die Trinkgeldbuchse können wir theoretisch auch machen. Was mit seinem Kopf? Was mit seinem Kopf? Alter Junge, geh mal zum Chiropraktiker. Mama. So, warte. Da stinkt's im Laden. Ja, das kann passieren. Aber es riecht nach Moschus. Das ist gut. Voll geil. Ich würde sagen, läuft langsam, ne? Ach, man zahlt alle 3 Tage 150, der bleibt einfach. Voll geil. Und wenn wir die billigen Automaten nach und nach aussortieren und nur teure Automaten nehmen, dann sollten wir irgendwann ja eigentlich... Oder? Ich glaube, die Kunden kommen so oder so. Glaube ich. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Wir müssen das ausprobieren. Wenn wir nur teure Automaten haben, dann können die vielleicht auch nur an teure Automaten gehen und dann... Kisching, kisching, kisching. Los, tanz erotischer jetzt. 6 Selts. Schnell. Ich brauche so einen Panda auch für Channel-Subs und so. Wo guckt denn der hin? Der ist auch ein bisschen zerstört aus, der Junge, ne? So viele Menschen, keiner geht rein. Panda, du bist schlecht. Guck mal, einer von 10. Du bist schlecht, Panda. Ada. Man darf ja auch nichts sagen, ne? Man darf ja einfach nichts sagen. Man kriegt nur Probleme damit. So, oh nein, Excuse. Oh nein, Excuse ist traurig. Komm, spiel ein bisschen. Ich stell mich schon mal neben den Stromschalter. Warte. Er ist traurig und geht an die billige Maschine. Na gut. Na gut. So sieht's aus. Ich kann mein Geld nicht erkennen. Ich schau mal kurz, ja?
Wir haben 835. War das der Partybus-Tanz? Mist, ich hab nicht aufgepasst. Der Partybus-Tanz ist bestimmt ein Asset, oder? Ich glaube, da war er auch gerade. Ja, klar. Biu. Sag mal. Immer rein in die gute Stube, natürlich. Bringt Geld mit. Wir können euch einen teuren Automaten kaufen. Nice. So. Ja, putz. Ja, wir putzen mal zwischendurch immer, ne? Wir müssen eigentlich nicht. Falls den Kunden offenbar egal ist. Könnte auch eine Kaschemme sein. So. Wenn wir jetzt noch jemanden anstellen, der uns die Diebe fernhält, dann brauchen wir gar nichts mehr machen. Glaube ich. Also brauchen wir nur noch ausbauen. Wenn ich es richtig sehe. So. Leute, eins nach dem anderen. Ja, euer Backseat Gaming, wie immer, appreciated. Jeder liebt es. Ja, du kannst auch das machen, du musst auch das machen. Super nice von euch, danke, dass ihr mir das sagt. Aber wir müssen ja erstmal langsam was aufbauen. Leute, bitte hört doch auf zu sagen, was wir noch alles machen müssen und sollen. Bitte hört auf damit. Du musst das machen. Ja, Leute, wir müssen erstmal was aufbauen. Wie wäre das denn? Hm? So. Was ich machen muss, ist, ich trinke mal kurz was Sprudeliges. So. Wir kriegen das schon alles hin. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg gerade. Irgendwann machen wir vielleicht das Tutorium. Ich weiß noch nicht genau. Wir müssen mal gucken. Ich würde vorschlagen, ihr nehmt euch noch hier einen von diesen Schokoladenlinsen mit Erdnuss. Ein paar sind grün, wie ich gerade sehe. Ja? Das sind die mit Nüssen. Nehmt mal ruhig gerne. Einmal reingreifen kurz. Hier bitte, jeder. Jeder einmal reingreifen. So. Prima. Dann sind wir doch alle viel entspannter jetzt, oder? Alle viel entspannter. Ja, nice. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, ihr habt immer eine Nussallergie. Was? Ich wollte die Agenda nicht assume, Entschuldigung. Da habe ich, was ist denn da passiert? Der hat wahrscheinlich schlecht gesessen. So, okay. Hilfe. Hilfe. Okay, warte. So. Gut. Bitteschön. Sie waren doch gerade eben schon mal... Oh, der suchtet. Der suchtet hart rein. Cool. Sehr, sehr gut. Ist ein gutes Zeichen. Wir haben inzwischen 1160. Oh, oh, oh. Langsam wird es. Langsam wird es. Blackbeard, dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. 1100. Wollen wir Crackman kaufen? Lass uns Crackman kaufen. Wir brauchen nicht den teuersten Automaten. Wir brauchen erstmal nur mehr Automaten. Keine Sorge. Wir werden die teuersten werden wir früh genug holen. Wir müssen ein bisschen reinvestieren zwischendurch schon. So. Kampflunder! Dankeschön, lieber Kampflunder. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, der Bär ist weg. Komm hier reinladen, jetzt Süßi, schnell. Automat war gerade frei, der freut sich. Jetzt ist er wieder gut drauf. So. Alte verkaufen.
Hä, ich liebe Paden. Lass die mal in Ruhe. Was ist das für ein Vorschlag? Warte. Ich hab auch jetzt einen neuen Automaten. Plupp, plupp. Ja, genau. Und den würde ich mal... Repräsentativ kommt er hier erstmal nach hinten. Crickman! Na, 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 na. Ja, kommt alle rein! Lass alle Geld da! Ich würde so gern selber spielen, ne? Kippe aus, Junge. Na gut, er bezahlt, ist mir egal. So. Ich esse gerade ein 425-Paket M&M's Crispy. Das ist mir egal, weil ich habe ja dieses 1 Kilo Party-Pack. Mit Nüssen. Und Nüsse sind die besten M&M's. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Jeder, der was anderes sagt, lügt absichtlich. Du kannst deinen Geschmack nicht mit Tatsachen verwechseln. So. Naja, lass ich mal. So. I don't wanna, aber mach hin. Die mit Brownie, sind okay. Aber die Erdnüsse sind halt... Oh, Alter, die beiden teuersten Maschinen sind besetzt einfach. Und das, obwohl der Panda nicht da ist. Wie viel haben wir jetzt schon? Alter, wir haben jetzt schon wieder 520, ne? Okay, noch ein bisschen Geduld, Leute. 90 Dollar bringt Crackman. Noch ein bisschen Geduld. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, mit ein bisschen Geduld kann man ja wirklich sehr gut ausbauen. Und ich bin ganz ehrlich, für den ersten Abend läuft das hier gerade sehr, sehr gut. Normalerweise brauchst du mit dem Spiel länger, um an den Start zu kommen. Wir sind gut dabei. Würde ich behaupten. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen so sind, aber ich behaupte mal, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Kein Müll hier. So. Chaos Ganoven, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. So. Prima. Es stinkt bestimmt wieder. Alter, warte mal, warte mal, warte mal. So. Die nerven halt noch ein bisschen, ne? Die nerven noch ein bisschen. Gastei, dankeschön! Cloudpunk. Ich bin ganz ehrlich, ich würde Cloudpunk gerne mal ganz von vorne anfangen. Als Let's Play, nicht im Stream. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Neulich noch dran gedacht. Komplett von vorne anfangen, mit First Person auch, unter anderem. Mit DLC. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Der hat noch gar nichts gemacht. Ja, aber der war bucklig. Ich verprügle Bucklige immer im Spiel. Ich hasse Bucklige. Im Spiel. RL, die liebsten Menschen der Welt, aber in-game hasse ich Bucklige. Hier, den er auch. Saufi, dankeschön. Bin nicht so der Nüsse-Fan. Ich verstehe. Ist okay. Ist okay. Wie viel haben wir jetzt? 520, okay. In 20 Jahren wird eine ganze Gamer-Generation Buckel haben? Guck mich an. Ich bin Gamer-Generation. Leben lang vorm Rechner gesessen. Und eigentlich sitze ich immer so. Oh, ich kann nicht mehr. Eine Trinkgeldbox könnten wir ruhig machen, ne? Oder? Lohnt die sich? Lohnt sich die Trinkgeldbox? Einmal mal ausprobieren. Ja, die kostet 420, ne? Ist schon teuer zum Ausprobieren. Wir testen mal. Panda kommt wieder. So.
Bei der Bude wohl eher nicht. Ich glaube, die Trinkgeldbox lohnt sich, glaube ich, wirklich eher, wenn man Tapeten hat, wenn es wohlriechend ist, wenn die ausgebaut ist, ne? Weil wir haben momentan noch keine... Wir haben noch nicht mal eine richtige Bewertung für den Laden. Also weiß ich noch nicht genau. Also wir können die mal holen, aber ich würde, glaube ich, eher noch ein neues Gerät holen. Eventuell. Lordi, danke schön. Vielen Dank. Kam ein Update? Beim letzten Mal war es unspielbar wegen Explosion. Ja, es gab ein Update. Ja, ja, mehrere inzwischen schon. Und inzwischen explodiert es sehr selten. Wir hatten jetzt einen Selbstmörder drin und der hat es verpeilt. Der wusste nicht, wie es geht. Morgen! Guten Morgen, kommen Sie rein, na klar. Viel Spaß, ne? Find schön, dass du die neuesten Automaten nach ganz hinten stellst. Ja, damit die an den anderen Automaten vorbeigehen müssen. Sonst gehen die nur hier vorne in den Laden. Das will ich ja nicht. Die sollen ja einmal komplett durchgehen und sich die anderen auch angucken. Shelby, dankeschön, Shelby. Vielen Dank, dankeschön. Ich glaube, ich würde erstmal noch so 2, 3 Automaten holen. Und dann holen wir die Trinkgeldbox. Boah, prima. Boah, ist das geil. Kesching, Kesching, Kesching. Kesching, Kesching, Kesching. 715, Kesching, Kesching. Space Racer würde uns ganz gut stehen, ne? 5 Sterne, Space Racer Maschinen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4. 1, 3, 70. 5 Sterne, hat 4 Sterne, hat 4,5 Sterne. Ja, ich glaube, Space Racer ist vielleicht die nächste, die wir holen. Ich glaube, das könnte 1, 2, 3, 4, 5, ja. 1, 2, 3, 4, okay. Ich glaube, Space Racer, ne? 1370, lass mal ein bisschen sparen. Ihr wolltet ja alle eine teure haben. Sag mal, du, das ist kein Touchscreen, du Honk. Was? Nein, so... Scheiß Zoomer. Wissen gar nicht, wie man die Maschine bedient. Werfen $45 rein und drücken auf den Bildschirm rum, weil sie denken, das ist ein iPad. Bildschirm. So. Naja. Ist nicht mein Problem. So, alle hier rein bitte. Alle rein, alle rein, alle rein. Ist doch egal, der hat bezahlt. Ja, ja klar. Natürlich. So. War das PC-System, war das PC, was? Wo stand das gerade? War das PC-Geschäft so ein Flop oder warum gibt es das Arcade? Weil wir das Game gerade outplayed haben, aus Versehen. Solange wir kein PC kaufen, geht das Tutorial nicht weiter. Solange passieren viele Dinge nicht. Yannick, dankeschön, vielen Dank. Und bei Arcades wird upfront bezahlt. Das heißt, wir müssen niemandem hinterherlaufen, weil er eventuell nicht bezahlt hat. Und eine Session kostet relativ viel und geht relativ kurz. Alles vom Feinsten. Minimales Risiko, maximaler Gewinn. Stonks, Leute, Stonks. Angriffsmacht, Dankeschön. Oh ja, freue ich mich. Da freue ich mich drauf. Das ist kein Bug-Using. Das sind doch keine Bugs. Ich sehe keine Bugs, die ich hier abuse. Ich benutze einfach nur Arcades statt PCs. Easy. So. 890 $. Nice. So. Den, den. Ach, schön. Elend, das Rad! Das Rad! Der geht natürlich an die teuerste Maschine. Ein Crackman, da wundert mich nicht. Guck dich mal an, wie der aussieht. Runtergekommen, wie du bist seit damals. Als Tanklieferant hat mir noch gefallen. Nelson, dankeschön. Vielen Dank, Nelson. Dankeschön, dankeschön. Ja, speichern müssen wir mal.
Ich würde aber gerne probieren. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon probieren können. Oder sollten. Wir sollten den Laden ausbauen. Ich würde gerne mal gucken, ob wir ein Mining-Device kaufen könnten, eventuell. Weizenkaiser, dankeschön. Vielen Dank. So, was? Wo sollen wir das schicken? Ich habe noch gar nicht Geburtstag. Das dauert alles noch. Das dauert noch. Ich habe erst wieder in 5 Jahren Geburtstag. Das mit der Kate hat ein anderer Streamer auch so gemacht. Siehste? Und seine Zuschauer nicht so, Bug-Using. Seine Zuschauer eher so, oh, geil, Freifett, geil, Alter, GG. Geile Strategie. Ja, das ist der Unterschied. Ich glaube, ich stream demnächst auf seinem Channel. Einbrecheralarm, was ein Postgerät? Was macht ein Postgerät? Wir haben wieder $1000, ne? Ich wollte es nur sagen. So. Pfeifer, GG, geil, Gronk, aber nur GG. Ja, nice. Danke, Chat. Dankeschön. Ach, Point-of-Sale-Gerät. Bargeldlose Zahlung. Oh, okay. Das ist nice. Also, bevor wir Internetcafé eröffnen, ja, machen wir erstmal so. Cooler Dude, man, dieser Gronk. Geile Strategie. Boah, geil, danke. Pfeifett, geil, danke. Wie kann man so schlau sein, Gronk? Geil, danke, Leute, geil. Danke, vielen, vielen Dank. Nice. Hey, Leute, ihr wisst es. Endlich mal jemand, der das Game versteht. Geil. Geile Scheiße. So, Leute, jetzt mal rein hier. Ja, wir wollen auch mal ein bisschen Geld machen. Wir wollen mal ein bisschen ausbauen. Leute, bitte, ja? Könnt ihr mal an anderen, könnt ihr mal an lebenswichtigen Dingen sparen und euer Geld für Scheiße ausgeben? Wie der normale Mensch? Warum Essen kaufen, wenn man sich nochmal schnell eine Lootbox ziehen kann, Leute? Hä? Oder? Wie sieht's aus? Man kann ja mal weniger essen, ihr fetten Schweine. Genau, einer macht's richtig. Vielen Dank. Du bist ein Vorbild für alle. Dankeschön. So nämlich. Bitteschön. Dankeschön. So. Tanz. So. Die Quest machen wir auch irgendwann, ne? Wir momentan noch mal ein bisschen starten, gerade ein bisschen. So. Ciao, danke schön nochmal, bis bald. Super lieb. So. Ich trage schon was. Jetzt muss ich den Basie erstmal zurückbringen. Ist das nervig. Ich hasse die. Ja, die stand gerade im Weg leider. Kollateralschaden leider ja. So, bauen. Achso, cool. So. Prima. Wollte eigentlich gerade putzen. Ja. Du Schmutz, raus aus dem Laden. So, ich meine, der hat schon bezahlt. Jetzt ist mir egal. Da haben wir noch irgendwo, Das hier ist ein bisschen nervig. Sag mal, Donald? Diese Stimmen manchmal. Okay, der Donald. Scheiße am Schuh und eine Dose hingeworfen. Was soll ich dazu noch sagen? So. Okay, wie sieht's denn aus? Komm, schmeiß mal Kohle rein, ich will was kaufen. Oh, oh nice! Ach, so ein Platz, ich bin der Landvogt. Hä, wie cool! Was ist denn hier los? Lohnt sich einfach! Eisenfaust, dankeschön, vielen Dank! Auf Toilette? Ja, ist gerade schwierig. Wir haben 1400. Alles klar, Leute. Für 1500 haben wir jetzt. Hat 5 Sterne. Hat auch 5 Sterne. Ich kaufe erstmal die günstigere.
Beide haben 5 Sterne. Ich hoffe, beide kosten genauso viel. In der Usage. So. Schwere Dosen. Reinigungskraft könnte man theoretisch auch bald machen, ne? Ich würde zuerst gerne irgendeinen Diebesschreck hier hinstellen. Ist das der Bouncer eigentlich? Den. Lala. Natürlich, gleitender Gerd. Mach, was du willst. Mir ist das egal, ich verurteile das nicht. Der gleitende Gerd, immer gern gesehen. Guter Kunde. Kommt einfach vorbei. Kommt jetzt so reingeglitten. So. Hm? Din. So. Wenn ich den Tisch weiter nach hinten stelle, dann muss der Dieb weiter reinlaufen, ne? Theoretisch. Dieb präventiv verprügeln geht, aber habe ich gerade nicht geschafft. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das geht schon. Ja, geil, neuer Automat. Der passt da natürlich rein. Hab nie daran gezweifelt. Ja, Sigi. Ganz ehrlich, unser bestes Stück. Kann ich da nicht bauen, weil. Was mit ihm? Der steckt fest. Sag mal, wenn mit dem Automat. Ich hoffe, das geht. Ziehen die Geräte eigentlich Strom? Pack den Stuhl erstmal hier hin, ne? Ich will, dass die Leute da hinten rankommen, in den Automaten. Wäre mir wichtig. So. Die Sicherung war schon lange nicht mehr draußen, deswegen frage ich. Okay. Wupp dich, tralalala. Ich muss auch gleich mal gucken, ob wir noch Rechnungen haben oder irgendwas. Für Internet, für Strom, für irgendwas, ob wir überhaupt Rechnungen kriegen. Ja, okay. Langsam wird es hier gemütlich drin. Ja, ist egal. Passt schon. So. Und wir haben schon wieder 390. Geil. Wo zahle ich denn Rechnung? Ich kenne mich da nicht aus. Anfragen, da ist nix. MyCafe. Bei E-Mails soll ich mal gucken wahrscheinlich, ne? Rechnung haben wir aktuell keine. Nice. Das liegt bestimmt am Tutorium. Würde ich vermuten. Mails auch noch keine, ne? Geil. Ah, ist schon cool. Theoretisch können wir jetzt auch alle Spiele freischalten erstmal. Theoretisch. Alles, Dankeschön. Alles klar. Ja. Das ist bestimmt eine gute Idee. Sag mal. Natürlich, gerade wo ich mal geguckt habe. Das war bestimmt Zufall. So, wir müssen ja auch mal schlafen gehen langsam, ne? Wir müssen mal speichern. Wir müssen mal speichern. Ich hoffe, hier geht jemand ran. Weißt du was? Ich baue die mal um. Ich mach die mal lieber. So. Müsste gehen, ne? Ich hoffe, da ist genug Platz. So. Aber hier kaufe ich nichts. Ich würde nur meinen. Man sollte meinen. Punkt. Crack. Willkommen in der Welt des Knackens. Okay.
Die Welt des Knackens. Kann ich ja schlafen oder was? Warcry Coin. Wandeln Sie die Münzen, die sind Warcry, verdienen echtes Geld um. Stimmt, wir konnten ja noch Warcry spielen hier, ne? Stimmt ja. Ich erinnere mich dran, ich weiß gar nicht, wo das war. Hier, Warcry, herunterladen, schnell. Das für die Installation von meiner Geräten erforderliche Programm. Auch mal runterladen. Virusscanner brauchen wir gar noch nicht, aber ich lade ihn trotzdem mal runter. Command Line, ein großartiges Programm. Das man extra herunterladen muss. Okay.